So, hallo und herzlich willkommen zum neuen. Breakdance. Ach, warte, warte. Oh Mann. Wie ist das, wenn ich mich jetzt drehe und dabei drehe? Also rolle und drehe? Sieht übel Breakdance-mäßig aus. So, hallo und herzlich willkommen. Heute zu einer Vorstellung für ein neues Feature für den Community-Server. Derzeit ist es ja so, wir sind ja auf Donations angewiesen, weil der Dennis und ich alles aus eigener Hand zahlen und werden von euch da bisher sehr gut unterstützt. Dafür auch ein riesengroßes Danke an alle, die uns da wirklich so gut unterstützen. Und deswegen haben wir da uns ein bisschen was einfallen lassen, weil wer auch nicht immer ein Supporter da ist oder ein Admin, der eben, sage ich mal, für die Donator auch dann eben da ist, die eben eine Spende an uns geben, auf die wir einfach natürlich angewiesen sind. Deswegen haben wir einen Trader gemacht, der ist speziell für die Donator. Ich gehe gerade mal in den rein. Da kann man sich dann quasi, wird es verschiedene Staffelungen geben, je nachdem, was man eben dann quasi donatet. Und da wird es dann ein Land- und ein Luftfahrzeug geben, quasi ein Auto, zum Beispiel ein Offroader und ein Hummingbird oder eben ein Strider und ein Mohawk, je nachdem einfach, wie es aussieht und natürlich auch entsprechend eure Wünsche. Und es wird wie folgt sein: Den Trader könnt ihr dann quasi sagen, wo wir den hinstellen sollen. Den können wir quasi überall auf der Karte hinstellen, also auch einfach an eure Base. Da könnt ihr dann quasi pro Serverperiode ein Fahrzeug oder eben einen Hubschrauber mieten quasi. Oder eben auch beides. Ich mache das jetzt einfach mal. Das Ganze kostet jetzt 165 Krypto für den Mohawk. Dann geht ihr auf Trade und dann spawnt er an dem Punkt. Den können wir natürlich dann auch genau dahin setzen, wo ihr den haben möchtet. Und dann habt ihr jetzt quasi einen Mohawk für die eine Serverperiode. Das heißt, wenn ihr den Server restartet, despawnt der Mohawk. Und im nächsten Restart könnt ihr euch im Trader wieder einen neuen Mohawk rauslassen. Das ist einfach, denke ich, einfach ein bisschen auch für die Leute, die uns unterstützen, einfach ein bisschen besserer Service, wie wir meinen. Und es ist enorm flexibel. Ihr braucht, seid dann nicht mehr auf einen Admin angewiesen, wenn irgendwas ist. Und wir können uns wirklich zu 100% auf den Support stürzen quasi und auch eben um die Verbesserung des Servers kümmern. Das ist natürlich auch mein Hauptanliegen an uns. Ja. Fahrzeuge, was es alles gibt, kann ich hier mal so grob durchlaufen. Sind eben Fahrzeuge, die normal nicht spawnen. Wichtig, es gibt keine bewaffneten Fahrzeuge. Also es sind dann wirklich nur optische Verbesserungen, ebenso Camouflage, Truck Boxster, wie man da hinten sieht. Oder eben den Zamak mit dem Gerät hinten drauf. Sag ich mal, so ein paar witzige Gimmicks. Bei den meisten ist es ja wirklich so, dass die uns donaten, wie es ja auch sein soll, einfach um uns zu unterstützen und nicht für die Gegenstände. Mit den Sachen wollen wir hier einfach lediglich Danke sagen für euch, dass ihr uns so gut unterstützt und wollen für euch da auch ein bisschen den Service verbessern. Hier gibt es noch zwei Quads, die haben sich hinter dem Ifrit versteckt. Hier sind hier nochmal die verschiedenen Trader-Skins quasi, die es halt eben gibt. Und ja, ich müsste das gerade mal spickeln, aber ich glaube, es war jetzt soweit alles. Dennis, hast du noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen? Ja, wichtig ist, dass wir halt den Trader dorthin stellen, wo ihr das möchtet. Also halt auch in die Base und der hat den God-Mode an. Man kann diesen Trader nicht töten dann. Also es kann jetzt nicht quasi ein anderer Spieler kommen und euch den Trader einfach mal wegsnipern. Der bleibt einfach stehen und wenn auf ihn geschossen wird, wird er noch eine nette Geste machen. Aber das seht ihr dann, wenn ihr so einen Typen bei euch stehen habt. Sonst war es das eigentlich alles. Ja, ihr könnt auch Zeug dann direkt am Trader verkaufen. Sprich, wenn ihr gerade keinen Krypto am Sack habt, könnt ihr einfach eben was verkaufen und dann könnt ihr euch eben diese Fahrzeuge kaufen. Und die sind ja auch im Prinzip für ein gewisses Geld halt eben drin, dass man halt natürlich schon noch ein bisschen einen Anreiz hat, natürlich auch Krypto zu sammeln und so weiter und so fort. Aber das funktioniert soweit. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn euch die ganze Aktion gefällt, gebt einen Daumen hoch. Wir freuen uns, wenn ihr euch freut und nochmal ein riesen Dankeschön für alle, die uns so gut unterstützen. Für die Leute machen wir das eben, weil wir einfach darauf angewiesen sind. Und es geht auch nicht uns drum, wie manche auch vielleicht denken, dass wir uns hier über Spenden dick machen. Ist definitiv nicht so. Wir können den Server davon bezahlen.
Und das ist auch, soll auch so sein und dafür auch ein riesen Dankeschön. Weil wie gesagt, wir zahlen sonst alles aus eigener Hand und denk mal, mit dem Support sind die meisten Leute auch zufrieden. Und das wollen wir auch weiterhin so verbessern und auch eben so erhalten. Und da war das jetzt einfach der logische Schritt, okay, wir haben hier einen besseren Service für die Leute, die uns unterstützen und haben aber gleichzeitig auch wieder mehr Zeit, einfach um den Support zu sein und eben für die anderen Leute, die jetzt auch Probleme haben oder generell natürlich alle Leute, die Probleme haben, besser zu bedienen. So, dann danken wir euch mal fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sieht man sich im TS und viel Spaß beim Zocken. Bis dann, ciao.